Hallo, mein Name ist Elisa Dambeck und ich begrüße dich zum Morning Workout. Ja, ich bin ein großer Fan davon, sich ein bisschen zu bewegen gleich nach dem Aufstehen, um in die Gänge zu kommen und um den Stoffwechsel anzuregen. Und speziell dafür habe ich dir hier ein Workout kreiert. Wir haben 10 Übungen, jeweils ungefähr eine Minute, sodass wir auch nur auf 10 Minuten insgesamt kommen. Und wir werden uns ganz viel strecken, aber auch kräftigen, sodass wir alles anregen. So, wir starten auch gleich mit der ersten Übung. Geh dafür in einen weiten Stand, geh tief und komm nach oben. Atme ein, mach dich richtig lang und atme aus. Atme tief ein und aus. Streck dich richtig lang, wenn du nach oben kommst. Zieh die Arme nach oben und komm hier richtig tief. Lass dabei deine Knie und Füße nach außen zeigen. Einatmen beim Hochkommen, ausatmen beim Tiefgehen. Jawohl. Und noch 30 Sekunden mehr. Einatmen und tiefgehen. Einatmen und aus. Jawohl. Ein bisschen noch. 15 Sekunden und dann kommt schon deine nächste Übung vom Morning Workout. Und noch zweimal das Ganze. Und ein letztes Mal. Und löse. Gut. Ich zeige es dir von der Seite. Wir brauchen ein bisschen Platz nach vorne. Wir rollen uns vom Kopf an, Wirbel für Wirbel nach unten. Ganz nach unten, Kralle nach vorne. Kommen in die Liegestützposition, halten kurz. Beugen die Beine ein bisschen, kommen wieder zurück. Streck die Beine und roll dich Wirbel für Wirbel auf. Schulter nach hinten. Zweite Runde. Geh ganz tief. Krabbel wieder nach vorne. Bleib kurz hier in der Liegestützposition. Und dann gehst du wieder nach hinten. Beug die Beine ein bisschen. Roll dich nach oben auf. Schulter nach hinten. Und wieder tief. Wirbel für Wirbel. Jawohl. Und kurz hier halten. Und es geht wieder zurück. Streck die Beine und roll dich Wirbel für Wirbel auf. Schulter nach hinten. Wieder tief. Und gerade nach vorne. Halte kurz hier. Und es geht wieder zurück. Beug die Beine und gerade nach oben. Und ein letztes Mal. Geh tief. Voll. Gerade nach vorne. Halte kurz hier. Beug die Beine ein bisschen gerade zurück. Streck die Beine und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Puh. Die nächste Übung. Wir brauchen ein bisschen Platz nach hinten. Wir gehen nach hinten, machen einen großen Schritt zurück, lehnen uns nach hinten und kommen wieder vor, andere Seite. Komm zurück, lehn dich nach hinten und komm wieder vor. Ich komme vor zu euch. Weiter geht's. Nach hinten lehnen und vor. Nach hinten lehnen und vor. Wenn du eine Matte hast, kannst du mit dem Knie ruhig ein bisschen unten aufkommen, ganz leicht berühren. Jawohl. Und tief und wieder vor. Lehn dich hier richtig weit zurück. Genieße das. Atme ein und aus. Jawohl. Und noch zweimal auf jeder Seite. Tief und wieder hoch. Und ein letztes Mal auf jeder Seite. Jawohl. Und löse wieder. Gut, nächste Übung. Stell dich wieder ein bisschen weiter als hüftbreit hin. Nimm die Arme zur Seite und dann beugen wir uns von rechts nach links. Jawohl. Lass deinen Körperschwerpunkt genau in der Mitte und zieh nur von rechts nach links. Jawohl. Hopp. Und hopp. Ja, lehn dich ruhig richtig mit rüber. Genau. Knie und Füße zeigen auch hier wieder nach außen. Jawohl. Ja, ich sage immer, stell dich vor, zwei starke Männer streiten sich um dich und die ziehen dich richtig in die Länge. Deine Arme sind ganz lang. Du bist ein bisschen gebeugt, also deine Knie sind nicht gerade, sondern gebeugt. Jawohl. Und noch 15 Sekunden. Richtig schön lang machen. Jawohl. Und die letzten 4, 3. Und löse wieder. Gut, wir kommen ein bisschen enger zusammen. Gehen nach unten und jetzt machen wir ein ganzes
Zurück. Gleich geschafft. Sehr gut.
angespannt bzw. angekurbelt werden, heute zum Wachen werden. Ja, Brust ist ganz stolz, der Po ist schön flach und kippen nach vorne und hinten. Ja, wir wippen also hier. Sehr gut. Das ist deine letzte Übung und dann hast du es schon geschafft. Ein bisschen noch. Deine Brust ist ganz stolz und wir haben die letzten 10 Sekunden gleich geschafft. Noch 6, 5, 4, 3 noch, 2 mehr und lösen. Leg dich nochmal zurück, mach die Arme lang und dann roll dich wirklich die Wirbel nach oben auf. Du hast es geschafft. Ich hoffe, du hattest Spaß bei deinem Morning Workout. Du kannst jetzt gut in einen neuen Tag starten. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bestimmt bald wieder.